Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf eure Woche vom 25. bis zum 31. Juli. Schauen, welche Nachrichten, Impulse und Prognosen sich für euch so zeigen möchten. Welche Nachrichten die geistige Welt für euch bereithält. Solltet ihr eins der täglich erscheinenden Videos verpasst haben, es gibt Playlists für jedes Zeichen. Schaut da einfach rein. Zu den unterschiedlichsten Themen gibt es jeden Tag Videos. Da werdet ihr dann fündig. Und um nichts mehr zu verpassen, macht es natürlich Sinn, spätestens jetzt, wo ich jeden Tag Videos hochlade, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Persönliche Legungen sind als Kanalmitglied möglich. Welche Möglichkeiten findet ihr, wenn ihr entweder auf den Button Mitglied werden klickt unter jedem Video oder am Ende des Videos auf den Button Persönliche Legungen klickt? Da kommt ihr dann auf den gleichen Link, auf die gleiche Infoseite. So, und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für die Woche vom 25. bis zum 31. Juli und fragen nach der Hauptenergie, die die Steinböcke in der Woche vom 25. bis zum 31. begleitet. Vielen Dank. 9 der Kelche. So. Die Bereicherung, die Fülle, das sich zeigen, rausgehen, Menschen treffen, Geselligkeit, Feste feiern, wie sie fallen, aber eben auch Erfolge, die euren Weg kreuzen. Ja, absolute Bereicherung. Ja, das ist so ein Ich stürze mich ins Leben Energie. Aber auch Menschen, ne, die euch bereichern, die ihr vielleicht auch in einem ganz neuen Licht seht jetzt, kommen in der Woche auf euch zu. Aus welcher Situation kommt ihr? 5 der Münzen, 2 der Kelche, König der Münzen. Hier habt ihr in der Vergangenheit sehr, sehr viel Selbstwert und Selbstliebearbeit hinter euch gebracht. Ja? Ihr seid über euch hinausgewachsen. Ihr habt euch mit euch versöhnt. Einige von euch haben aber auch schon so ein bisschen in der Vergangenheit, sage ich mal, die Hoffnung aufgegeben, dass jemand in euer Leben kommt und euch liebt und ehrlich mit euch ist und so weiter und so fort. Auch da gab es die Möglichkeit, ähnlich hier im Job, ja, dieses Gefühl von, ich werde nicht wertgeschätzt und so weiter, tapse hier finanziell vielleicht auch auf der Stelle. Auch da kam ein Angebot mit bedeutend besseren Konditionen, vielleicht sogar in einer Führungsposition. So. Gegenwärtige Situation nahe Zukunft, 10 der Stäbe auf dem Kopf, Page der Stäbe, 5 der Stäbe. Ihr habt euch befreit, sage ich jetzt mal. Einige von euch sind in der komfortablen Situation in der Arbeit, dass sie jetzt Aufgaben delegieren können. Einige von euch haben die Nase voll und haben sich wegbeworben, ja, weil es einfach zu viel war. Das kann hier auch bei Kollegen oder Chefs vielleicht nicht gut angekommen sein. Ich kriege hier rein, dass einige von euch sich nämlich auch einfach krank melden mussten oder Überstunden dazu genutzt haben, um mal ein paar freie Tage zu haben. Kam hier nicht so gut an. Ihr musstet euch da durchsetzen, aber da kommen schon die neuen Jobangebote rein, die neuen Bewerbungen. Verlassen euer Haus. Das sieht ganz gut aus.
Beziehungstechnisch ist es so ein bisschen, man reibt sich aneinander. Ne? Hier gibt es immer wieder die friedvollen Phasen und die Konflikte, das wechselt sich ab. Hier wird aber nach Lösungen gesucht. Kann sein, dass das hier in so eine Instabilität geraten ist. So, was haben wir für die zukünftige Situation? Den Narr auf dem Kopf, den Turm auf dem Kopf und die Liebenden. Also, es geht schon fast nicht mehr eindeutiger, dass man sich hier versöhnt. Ja, jemand kommt zurück, ihr findet wieder zueinander. Es wird Lösungen geben. Das wird aber eine sehr kopflastige Unterhaltung, sage ich jetzt mal. Also wirklich Beziehungsqualitätsmanagement. Aber hier steht die große Liebe, die Versöhnung tatsächlich an. Jobtechnisch kann es sein, dass hier in eurer Firma oder für die Selbstständigen unter euch, dass ihr in dem Feld, wo ihr gerade seid, etwas Neues auf euch zukommt, was euch absolut erfüllt. Also das ist hier absolute Berufung. Das ist ein bisschen absurd, als würde man euch hier auch nicht verlieren wollen. Ne? Also in dem Moment, wo ihr hier neue Jobangebote habt, strahlt ihr eine Sicherheit aus offenbar, dass man nochmal auf euch zukommt und euch fragt so, hey, hallo, hallo, wir hätten jetzt noch das für dich im Angebot. Wäre das nicht was? Also richtig gute Aussichten, etwas, was in der Vergangenheit nicht gut war, um 180 Grad zu drehen. So, Rat des Schicksals auf dem Kopf, Schütze-Energie, Zwilling-Energie, Wassermann-Energie, Widder-Energie bis jetzt. Uah. Vier der Stäbe, ja, da habt ihr ein Muster lustig wiederholt, beziehungsweise habt Frieden geschaffen mit einem Muster und konntet es dann nach und nach loslassen. König der Münzen, zweimal König der Münzen, ihr seid definitiv über euch hinausgewachsen. Ja, ihr habt euch versöhnt mit euch, habt erkannt, wie wertvoll ihr seid. Und wie gesagt, einige von euch könnten auch durch diese Energieveränderung, durch die Selbstakzeptanz eine Energie ausgestrahlt haben, dass sie eine tolle, bereichernde neue Liebe, die auch Substanz hatte, ja, wo es eine Basis gab, in euer Leben gezogen hat. So, wir klären weiter. Zack. Neun der Münzen. Jetzt haben wir sie, es sind ja neun der Kelche, entschuldigt, neun der Münzen, Ass der Münzen auf dem Kopf. Ich sag ja, da läuft was nicht rund. Ne? Da versucht vielleicht einer auch, euch die Butter vom Brot zu klauen. Aber da kommt Bewegung rein, da kommt Wachstum rein, da kommen Angebote rein, der Magier auf dem Kopf, Angebote rein, die wirklich, wirklich interessant für euch sind, aber der Magier auf dem Kopf, ich habe es ja eben gesagt, ne? Ihr habt euch vielleicht eine Auszeit genommen, vielleicht gab es da Manipulatoren bei euch auf der Arbeit, jemand, der versucht hat, euch klein zu halten. Zwei der Kelche auf dem Kopf, vier der Münzen. Da hält jemand an euch fest, meine Lieben. Und wie ich eben schon gesagt habe, um wieder zusammenzufinden, ja, das ist erstmal. Also es geht gar nicht um die Gefühle füreinander, da scheint es irgendeinen Konflikt zu geben, der rational betrachtet werden muss, um ihn aus der Welt zu schaffen. So, sieben der Stäbe, ja, also definitiv, ne, hatten wir hier schon Konfliktpotenzial hoch 10. Das wird in erster Linie kein spaßiges Gespräch, das kann ich euch sagen. Aber man hält aneinander fest. Es kann sein, dass ihr nicht sofort einer Meinung seid. Ja? Also das ist hier wirklich etwas, bis es hier zu dieser Erfüllung kommt. Ob das jetzt im Job ist oder in der Liebe, werden einige Diskussionen noch stattfinden. Verhandlungen werden stattfinden. Und erstmal wird man sich nicht einig, aber es ist mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, plötzlich
wo man merkt, hey, da ist viel mehr, was uns bereichert, lass uns darauf fokussieren. Da kommt eine Wertschätzung rein und über diese Wertschätzung kommen Lösungen. Da kommt die große Freude, ich sag's euch. So, wir fragen nach Überraschungen, die noch auf euch zukommen. Ganz schöne 180-Grad-Wendungen, die ihr da gemacht habt und machen werdet, meine Lieben. Wenn es bis hierhin mit euch resoniert hatte, lasst es mich wissen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne, abonniert natürlich sehr gerne den Kanal. Es erscheinen jeden Tag Videos, dann verpasst ihr auch keins. Und wenn ihr alle Infos haben wollt zu eurer Woche, dann schaut euch in der Playlist 25 bis 31. noch euren Aszendenten an, gerne auch Mond, Venus, um Gefühle und Beziehungsangelegenheiten mit abzudecken. Das macht absolut Sinn. Zack. Das macht absolut Sinn, sich das anzuschauen. So, bis jetzt 6 der Kelche und die 8 der Stäbe als Überraschung. Sie wollen und sie dürfen. Wow, okay. Nochmal Löwe-Energie hier. Also, hier gibt es die Versöhnung. Ja, also da kommt aus der Vergangenheit nochmal jemand auf euch zurück. Da wird Kontakt aufgenommen. Da wird gesprochen. Da kommen auch Verträge. Ja, da kommen Verträge, da kommen bessere Positionen. Das alles, meine Lieben, das, was da auf euch zukommt, so zäh dieser Weg hier auch ist, ja, das ist hier, das wird gefeiert. Das sind Erfolge, das ist nicht einfach, das sage ich nicht, aber das gibt euch eine Power, eine Stabilität, eine Sicherheit, einen Zugewinn. Das ist hier die Berufung, das ist die große Liebe, das ist das sich pudelwohl fühlen. Ja. Ganz, ganz großartig, meine Lieben. Da kommt einiges nicht nur in Balance, sondern es gibt Fülle, Zuwachs, tiefe Gefühle, überschäumende Gefühle. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.